5 Millionen Schiffe. Das sieht doch schon ordentlich aus. Warp Drive active. Hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen Update-Video zu unserer Eve Corp, Gerogon HQ. Wobei es nicht so eine Art Update-Video sein wird wie bei Wurm Online zum Beispiel oder bei meinem Minecraft-Server. Weil man kann nicht so wirklich viel zeigen in Eve. Also klar, es gibt riesige Stationen, die auch von Spielern gebaut werden können und so weiter. Aber zum einen sind die Tiere steuer und da fehlt noch ein wenig das Kapital. Und zum anderen, selbst wenn man sowas hat, sollte man es vielleicht nicht unbedingt zeigen, weil dann kommen andere her und ballern einem das weg. Weil Eve ist doch schon ein recht hartes Pflaster. Deswegen kann ich halt in diesen Update-Videos, wenn sie denn regelmäßig kommen, nur vage ansprechen, was wir machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, wir haben angefangen, Supercaps zu produzieren oder dies und das, sondern ich kann einfach nur sagen, wir haben jetzt angefangen mit der Produktion von manchen Schiffen, unsere Miner sind gut dabei, das und das zu machen und so weiter und so weiter. Muss ich gucken, wie gut das denn überhaupt funktioniert und ob es überhaupt Sinn macht, solche Update-Videos dann zu machen. Aber es ist halt schon ziemlich viel passiert. Ich fange einfach mal von vornherein an. Also, wir hatten uns in einem Gebiet festgesetzt. Das hatte ich mir ausgesucht, nachdem ich gerade wieder angefangen hatte mit Eve-Spielen. Nach einer einjährigen Pause. Dementsprechend war ich nicht so ganz auf dem Laufenden. Und das war dann auch nicht ganz so das tolle Gebiet. Hatten auch gleich Genker vor der Haustür und all sowas. Das heißt, wir sind dann wieder umgezogen nach Shuria. Den Namen kann ich jetzt auch sagen, weil da ziehen wir bald weg. Das ist nicht ganz so wichtig. Und Shuria war doch recht schick. Also wir hatten da für die Miner 0,5er Gebiet, also richtig gutes Erz. Allerdings auch 0,5er, richtig leicht Genker. Da wurden ein paar von uns weggeschossen, was nicht so schön ist. Aber wir hatten noch ein Ausweichgebiet, das war mal mein Kanal. Das war perfekt. Das war 0,7. Man konnte also nicht von anderen Spielern einfach so weggeschossen werden, jedenfalls nicht so leicht. Weil je niedriger der Security-Status, also von 1 Richtung 0,5, desto länger dauert es, bis die Polizei sozusagen kommt und eingreift. Also er wird immer umgebracht werden. Es ist halt nur die Frage, wie viel Zeit er hat, dich vorher umzubringen. Und das war halt bei Mama Kana super, weil die Polizei kam recht schnell und es gab die für den Highsec mit besten Brocken. Ja, Haken an Shuria war, es gibt da eine Low-Sec-Bubble. Das heißt, es gibt nur einen einzigen Zugang zu einem Low-Sec-Gebiet. Low-Sec ist so ein gesetzloses Land oder halb gesetzloses Land. Und von diesem Low-Sec-Gebiet führt mehrere Systeme in einem Kreis einmal rum. Wieder zu diesem System zurück. Das war so eine richtig schöne Blase, die man nur durch ein einziges Gebiet betreten konnte, nämlich Shuria. Deswegen hatte ich mir Shuria primär auch ausgesucht. Mein Plan war, wir schicken dann nach und nach ein paar kleine PvPler rein, die räumen ein bisschen auf und dann versuchen wir uns da ein, zwei Monde zu sichern, um da Stationen zu bauen. Haken ist allerdings, wir haben da jemanden auf die Füße getreten. Also was hat er zu uns, er hat uns zuerst auf die Füße getreten. Also wir waren da, wollten nur PvE machen. Also kein PvP, sondern einfach nur PvE. Wir wollten Anomalie fliegen. Und er kam rein, hat uns weggeschossen. Da waren ein paar Leute von uns stinkig. Naja, ein, zwei Tage später haben wir dann gesehen, wie er PvE machen wollte und sind zu ihm hingeflogen. Er hat uns kurz angeguckt, hat quasi mit den Schultern gezuckt und hat einfach weitergemacht. Der hat uns komplett ignoriert. Naja, und dann haben wir ihn weggeballert. Und seine Schiffe waren doch recht teuer. Weil, wie sich herausstellt, er sehr, 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 sehr viel Geld hat. Naja, er hat uns den Krieg erklärt. Das war am Anfang nicht so schlimm. Weil er ist halt nur ein Mann mit 8 Accounts gewesen. Und er muss irgendwann schlafen. Und wenn er schläft, konnten wir halt machen, was wir wollten. Und selbst wenn er da war, haben unsere Neulinge halt schnell gelernt, wie man sich verhalten muss. Also dafür war das Ganze super. Die Kriege, die wir am Anfang hatten in der Gerogon HQ, waren echt ein super Einstieg. Weil die meisten Leute, die spielen erstmal vor sich hin für ein, zwei Monate, verdienen recht viel Geld. Und wenn sie in den Spielerkorb reinkommen, merken sie, oh, da gibt es ja Krieg. Da kann ich ja nicht machen, was ich will. Ich verdiene jetzt 5% weniger, als ich das normal machen würde. Und dann gehen sie wieder raus, weil sie halt die 5% mehr ISK machen wollen. Was ganz schön albern ist. Aber ja, jedem das seine. Aber jetzt bei uns in der Korb, da kamen die Leute rein, hatten von vornherein Krieg und haben sich halt dran gewöhnt. Weil davon kommt man nicht weg. Selbst wenn man sich total einbunkert, dann... Also doch, es geht. Man kann sich so einbunkern in der NPC-Korb sein, dass man niemals irgendwas mit PvP und Krieg zu tun hat. Außer man wird gesuicide-ganked, das gibt es natürlich auch noch. Aber man kann sich schon sehr davon abschließen. Aber dann verpasst man 95% vom Spiel.
und macht jeden Tag nur das Gleiche. Also das ist vollkommen witzlos. Deswegen, zurück zum eigentlichen Punkt, unsere Neulinge waren sofort mit Krieg konfrontiert, die haben gelernt, dass man den Local im Auge behalten muss, also quasi, wer gerade im System ist. Sie haben gelernt, sich auszurichten, sie haben gelernt, die Kontakte zu nutzen, um zu gucken, wann Kriegsziele online kommen. Sie haben gelernt, wann sie abdocken können und wann nicht. Sie haben Spione aufgestellt, die an den Gates gucken, wann wer kommt und so weiter. Das war echt eine super Einführung. So weit, so gut. Dann hat er aber einen Gang höher geschaltet. Also dieser verrückte Miner, den wir abgeschossen hatten. Wobei es gar nicht wirklich ein Miner ist, der macht primär Planetary Interaction. Aber egal. Der hat nämlich eine Mercenary Corp angeheuert. Und zwar eine ziemlich große. eine ziemlich große. Und das war dann nicht mehr so schön. Weil hätten wir den ganzen Mal weitergemacht, hätten wir nie abdocken können. Oder nur sehr bedingt abdocken können. Und das ist gerade für neue Spieler halt ziemlich nervig. Wenn sie ins Spiel reinkommen und sie können fast gar nichts machen, ist das doof. Weil sie wollen das Spiel ja kennenlernen. Sie wollen nicht abgeschossen werden. Das gehört zwar auch zum Spielen kennenlernen, aber ist halt nicht so toll. Deswegen haben wir einen Großteil der Korb ausgelagert. In eine andere Korb und da konnte halt jeder ganz normal vor sich hin minern, ohne Angst zu haben, Mission Running betreiben und alles war soweit gut. Jetzt sind die Kriege auch ausgelaufen und jetzt müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Also ein Großteil der Leute ist jetzt zurück in der Gerogon Haku, weil halt kein Krieg mehr droht. Dieser verrückte Miner hat sich wohl ausgetobt, hat bewiesen, dass er Geld ausgeben kann für so einen Scheiß und dann ist gut. Und jetzt werden wir umziehen. Was so einen bitteren Beigeschmack hat von aufgeben. Aber das kann man halt leider nicht ändern. Weil wenn wir jetzt da weitermachen würden, könnt ihr uns einfach irgendwann wieder den Krieg erklären. Und das würde wieder das Spiel, den Spielspaß von den ganzen Neulingen vermiesen. Und das will ich einfach nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt merken, wo er ist, wie er heißt. Wir werden uns in ein anderes Gebiet verkriechen und uns da weiter aufbauen. Und so in einem halben Jahr, ja, wenn wir noch ein paar mehr Leute haben, dann gehen wir da einfach hin und machen alles von ihm kaputt. Weil so gehört sich das. In Eve führt man Listen, wer einem was Böses getan hat. Und wenn man dann später mehr Macht hat, dann rächt man sich. Da gibt es auch ein sehr schönes Video zu, wie ein Typ abgeballert wurde und sich denn bei genau der Korb mit einem anderen Char eingeschlichen hat. Also die Korb, die ihn abgeballert hatte. Dann hat er sich hochgearbeitet und hochgearbeitet und hochgearbeitet und war dann irgendwann in der Direktorposition und hat alles Geld rausgenommen. Also wirklich Hunderte von Milliarden ISK. Das sind mal eben ein paar tausend Dollar. Und hat dann halt seine Rache bekommen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Aber gut. Also, wir haben gemacht in letzter Zeit Mining-Aktionen noch und nöcher. Wir haben auch inzwischen Einkaufslisten für die Korb. Das heißt, die Miner können ganz normal vor sich hin minern. Kriegen auch einen Flottenbonus von Orcas. Davon haben wir inzwischen ein paar. Das heißt, es ist wesentlich effektiver als alleine zu minern und sie können die Erze direkt an den Korb verkaufen. Das heißt, es sind nicht die super besten Preise, wie man sie in Cheater-Zoll bekommen würde, aber dafür spart man sich halt die Zeit, an Cheater zu reisen. Das ist halt irre bequem und sie unterstützen die Korb, was jeder ja auch irgendwie machen muss, sonst kommt die Korb nicht wirklich voran. Also die Mission Runner bezahlen 10% Steuern und die Erzleute bekommen halt 10% weniger Profit von ihrem Erz und dann ist gut. Die Mission Runner an sich kommen langsam in die Gänge. Also kommen langsam in den Viererbereich, wo es dann auch wirklich interessant wird, wo es mit PvE richtig losgeht. Also wo man sich wirklich überlegen muss, wie fitte ich mein Schiff, welche Munition nehme ich mit, was sind die Triggerschiffe, also wodurch kommen neue Wellen und so weiter, wo man sich die Berichte durchlesen muss. Das wird für sie auch interessant. Dann haben wir jetzt noch eine Wurmloch-Fraktion. Also man kann Wurmlöcher im All erscannen und dann kann man da reinspringen. Und dann ist man im ganz neuen Gebiet, das außerhalb des Imperiums liegt. Und da tauchen dann auch andere Wurmlöcher auf. Also man springt quasi von Wurmloch zu Wurmloch. Und wir sind jetzt in einem Wurmloch drin, haben da eine Basis gebaut und können dann immer sozusagen rausgucken zwischendurch. Also wir stecken mal unsere Nase, wo ist gerade der Imperiumsausgang, weil der ist auch nicht immer der gleiche. Also wir können jetzt nicht sagen, wir suchen uns ein Gebiet aus, springen da ein Wurmloch und wir können dann immer wieder zurück ins Imperium, um einkaufen zu gehen. Das geht nicht ganz so einfach, weil der Ausgang wechselt auch alle Nase lang. Das heißt, mal haben wir einen Ausgang direkt bei einem Trade Hub, wo wir schön einkaufen können. Und mal sind wir 20 Sprünge davon weg. Das hat schon was von einem Campingurlaub. Man sitzt da drin, man hat seine Sachen mitgebracht und dann fällt einem auf, ey, wir haben keinen Dosenöffner. Und dann muss einer frustriert eine Regenjacke anziehen und losfliegen, Dosenöffner zu holen. Also wir machen so kleine Listen. Ich bräuchte noch den und den Skill, ich bräuchte noch die und die Linsen, ich bräuchte noch die und die Ammo. Und dann fliegt einer los und holt das Zeug.
Und währenddessen müssen dann andere Leute drinnen darauf achten, dass keiner reinspringt. Also muss er scannt werden, ob nicht Leute bei uns ins Wurmloch rein wollen und unsere Miner abschießen und sowas. Das ist tierisch interessant. Gerade auch im TS, weil er muss recht viele Sachen dann ansagen. Weil wenn jemand ein Schiff wechselt, ändert sich die Signatur zum Beispiel. Und wenn der Scanner dann sieht, oh, das neue Schiff im System, kriegt er erst einen halben Herzinfarkt, bis dann jemand im Teamspeak sagt, oh, sorry, sorry, das war ich. Das ist schon mal sehr lustig. Also ja, wir haben unsere Miner, wir haben PvE, wir haben PvE im Wurmloch, wir haben PvP zwangsweise auch ein bisschen im Wurmloch und wir haben auch so zwischendurch Ausbildungen im PvP-Bereich. Also wir hatten zum Beispiel eine PvP-Aktion, wo wir gesagt haben, komm, wir steigen jetzt alle in Fregatten, 20 Mann waren wir, glaube ich, oder 25, und sind in die billigsten Schiffe rein und haben gesagt, ja, wir fliegen jetzt ins Nullseck. Das ist so absolut gesetzlos und da kriegt man immer Ärger. Naja, sind wir da rumgeflogen, haben erstmal nichts gefunden und dann, bam, eine Flotte aus 80 Schiffen. Und das waren keine Fregatten, tauchen hinter uns auf und ballern uns einfach weg. Also, nicht ganz so schön, aber es kostet halt nichts. Das ist bei Eve auch immer sehr wichtig. Also ja, es geht auch um Geld und vorankommen und so weiter. Aber gerade solche Fun-Aktionen, einfach nur in Schiffe setzen, die man innerhalb von 2 Sekunden erminern kann und ein bisschen Spaß haben, ist einfach nur geil. Und man lernt tierisch viel dabei. Also gerade beim PvP gibt es so viel dazu zu lernen und so viele Fachbegriffe und Jargons und Tricks und was weiß ich. Das ist schon sehr cool. Vor allem haben wir auch recht viele Veteranen inzwischen dabei, die uns genau diese Tricks beibringen können. Das heißt, die Spielerbase bei uns ist total breit gefächert. Auch vom Alter her und von Ausrichtung, was sie machen wollen. Und wir wollen halt auch wirklich jedem eine Heimat geben können. Wir wollen Care Bears haben, also Miner und Mission Runner. Wir wollen auch PvEler haben, Incursion Runner. Leute, die auch später ins Nullsec wollen. Also wir wollen definitiv auch eine Nullsec-Fraktion haben. Aber halt erst, wenn wir weit genug sind und auch genug Rücklagen haben. Ja, also wir haben viel vor. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, klickt einfach unten auf den Link. Das ist ein Trial-Account für 21 Tage. Der ist an meinen Account gebunden. Das heißt, wenn ihr das Ding erweitert mit Kreditkarte, PayPal, Plex oder Paysafe, dann kriege ich auch in-game was davon und kann davon dann einen Teil an die Corp abgeben. So haben wir uns teilweise auch finanziert. Also ich habe schon 4 Plexe jetzt reingeschmissen, um die Korb so in die Gänge zu bekommen. Und wir haben auch andere größere Spender. Das klappt dann soweit ganz gut. Also unten auf den Link klicken, einfach reinschnuppern. Unbedingt bei uns ins TS kommen, weil das Spiel ist so dermaßen komplex, dass man einfach nur erschlagen, wenn man es alleine macht. Also klar, man kann versuchen, sich alleine durchzubeißen und ganz viele Tutorials angucken und Forenbeiträge lesen und so weiter. Aber es ist bei weitem nicht so effektiv und auch unterhaltsam, wie kurz ins TS kommen und sagen, hi, ich bin der Neue, ich würde gerne bei euch mitmachen. Ich stecke in der und der Mission fest, was soll ich da machen? Und dann habt ihr wirklich viele Leute, die euch dann direkt unter die Arme greifen können und sagen, ey, das geht am besten so und so, oder du musst das und das ausrüsten in deinem Schiff. Es ist dann gleich wesentlich entspannter. Und auch, wie gesagt, wesentlich lustiger. Vor allem ab 22 Uhr. Das ist ein Insider. Also ich hab mal früher, oder jemand bei uns aus der Clique hat gesagt, dass man so Schmuddelkram und vulgäre Sachen erst bitte nach 22 Uhr machen soll. Weil wir haben recht viele Papas und Mamas drin. Wenn denn die Kinder mal zuhören, ist halt ein bisschen doof. Und ab 22 Uhr fallen denn alle Hüllen sozusagen. Jedenfalls bei manchen Sachen. Und das ist irre lustig. Fragt man Kyria nach einem gewissen Link. aber gut. Also wenn ihr anfangen wollt, Link klicken, dass ich was davon hab. Ins TS kommen, verschreibe ich auch unten alles hin. Und dann kriegen wir da schon was hin. Also, bis dann.